Heidiho, da sind wir wieder. Und ich klinge gerade wesentlich begeistert, als ich es eigentlich bin. Wir haben mich ewig gebraucht, um hier hinzukommen. Lass Das uns jetzt Dorf ins. ist nur eine verdammte Brücke. Ja, und dahinter kommt das Dorf. Mit Kisten und Händlern. Buy or sell. Some funny looking person. Ja, und Haufen Dinge, die ich mir nicht kaufen kann, weil ich nicht mal mehr 50 Pixels habe. Oh, Menno. Ich habe 25. Aber ich sage auch nur some funny looking persons. Okay. Wir Aber sind bei den Avianern. wir können hier. Oh, der hat hier. Wicked Crush Slasher. Das sind die alle teuer. Oh, Mann. Aber wir können halt versuchen, dass wir alles mögliche an Kisten hier finden und leer räumen können. Scheiße! Was war denn das? Warum hat er mich an. Oh, shit. Ich glaube, das wurde als Diebstahl bezeichnet. Verdammt. Was hat er gemacht? Ich habe einfach nur eine Kiste aufgemacht und platsch tot. Ich guck mal, wenn sie nicht hingucken, ob ich dann was klauen kann. Ich bin dafür, dass ich jetzt nicht nochmal in die Richtung gehe. Jetzt ist es mir zu doof. Ich habe eh jetzt gar kein Geld mehr. Und es ist Nacht. Ich gehe in die andere Richtung. Vielleicht finde ich was Schönes. Ich habe übrigens währenddessen ein Stück Lederrüstung gemacht für unsere Zuschauer, weil wir halt echt Rüstungsprobleme hatten. Wir haben festgestellt, wir brauchen unheimlich viel Leder dafür, um damit durchzukommen. Beziehungsweise um da uns da halt Teile zu machen. Aber sie sehen ganz gut aus. Also ich habe damit hier 8er Rüstung, ein bisschen Lebensbonus, was man hier sieht. Also ich kriege insgesamt einen Lebensbonus von 115 zusammen. Und 48 Schutz gegen Kälte. Was bis ich. Okay, du darfst nur nicht ausräumen, wenn so eine Wache neben mir steht. Der Rest interessiert mich dafür Okay. nicht. Räumst du das Ding komplett leer? Kannst versuchen. Ich würde mich ehrlich gesagt keine Lust, da jetzt nochmal hinzulaufen, nachdem ich genau die ersten 40 Sekunden der Folge da war und dann von der Wache geklatscht wurde, weil ich nicht wusste, dass die Wache das interessiert. Können wir uns besser hinstellen und gleich mal zusammentragen, was wir alles so haben währenddessen? Irgendwann vielleicht mal einen Weg finden, wie man Dinge verkaufen kann. Das wäre unheimlich spannend. Leder, Leder, Leder. Sehr schön. Außerdem bräuchte ich ganz dringend mal wieder Bandage. Ich habe auch genau 2 Stück über. Finde ich jetzt natürlich auch nichts Passendes. Oh, 770 wollen wir haben. Gut. Genau, und ich immer. Na gut, wenn man erstmal unterirdisch ein bisschen gelootet hat, dann kann man sich das leisten, aber dann muss man erst einmal unterirdisch looten gewesen sein. Aber ich würde Wir sagen, brauchen erstmal eine ordentliche Rüstung. Ja. Zum Farmen würde ich dann eigentlich auch lieber auf irgendwie einen Wüstenmond gehen oder sowas, wenn wir sowas irgendwie finden können. Weil dann einfach das Abbauen von Metallen unheimlich schneller geht und wir uns dann nicht wieder wie letztes Mal stundenlang durch den Boden gebuddeln müssen. Oh, ich habe eine Kiste entdeckt und was Höhlenartiges. Man darf auch keine Waffe in der Hand haben, wenn man hier langläuft. Dann werden die sauer. Oh, haben sie dich schon umgebracht oder haben sie nur gemeckert? Nee, sie haben erst nur gemeckert und dann sind mir alle hinterhergelaufen und dann habe ich schnell meine Taschenlampe ausgepackt. Und dann ging's wieder? Ja, dann sind sie weggegangen. Vielleicht war es auch bei mir, weil ich hatte auch eine Waffe in der Hand, habe das nicht realisiert. Aha, hier gibt's sogar Bücher. Ja, die sind aber, glaube ich, nur rein dekorativ, oder? Das hatten wir letztes Mal schon. Das ist vielleicht ganz praktisch, wenn du von den Kisten auch was abbauen könntest, weil dann hätten wir halt direkt Lagerplatz. Warst du uns ein Haus? Ich wollte jetzt erstmal hier noch gerade ein bisschen erkunden. Und ich hätte eigentlich gedacht, wir machen das erste Aufbauen oben bei dir auf dem Schiff. Das macht das Leben leichter. Aber wir können auch gleich am Spawn ein Schiff bauen, ein Haus bauen. Du sagst, dass du wieder da warst. Ein Avianer hat jetzt kein Bett mehr. Oh, der Arme. Was habe ich denn da? Unloved Slapper. Ein ungeliebter Hammer. Und der ist auch totaler Müll. Noch schlechter als die Standardwaffen. Deren Kisten sind hier etwas größer. Ja, aber haben wir es haben? Aber man kann diese Fass, nicht Kisten, sondern quasi Holzklotzkisten kann man auch selber craften. Die sind halt einfach nur groß und unpraktisch und sperrig.
Ich habe Eisen gefunden. Okay, ich habe jetzt das ganze Dorf durchsucht. Ich guck nochmal, ob ich irgendwas übersehen habe. Wenn du willst, kannst du auch wieder auf die Idee kommen, von denen zu looten, aber ich glaube, das wirst du nicht schaffen. Nee. So schnell, wie die dich umgehauen haben. Naja, sie stand halt direkt neben mir. Ich war ja schon angeschlagen, aber sie ist drei Leute greifen auf einmal an. Aber mit der, ich finde immer noch, mein Charakter sieht jetzt aus wie so der absolute Messerstecher. Mit dieser Mütze zusammen, die ich gefunden habe, und dann diese Lederrüstung dazu, die so ein bisschen aussieht, als hätte er auch noch einen Umhang dran. Das ist der kleine Verbrecheraffe. Und wir haben Holz. Ich zumindest kann ein Raumschiff schon mal alleine betreiben. Wenn ich noch ein bisschen mehr finde, auch zwei. Oder man müsste etwas von der Kohle auspacken. Muss ich gleich mal zählen, wie viel ich da habe. Kohle habe ich 67. Das ist noch nicht so viel. Ich habe mich letztes Mal hingestellt und habe quasi, bevor die Charaktere gelöscht wurden, hatte ja schon recht genug, bin die Oberfläche von einem Anfangsstufe 1 Planet abgelaufen oder Bäume gefällt und irgendwie 5000 Holz oder sowas zusammengesammelt. Einfach nur die Oberfläche lang, immer weiter. Hat super funktioniert. Aber leider wurde mir der ja gelöscht. Ja. Er sah auch besser aus als der hier. Er sah halt mehr aus wie ein Ritterskelett als wie ein Messerstecheraffe. Und ich habe hier einen kleinen Wagen gefunden von einem Fischmännchen. Also so ein Wagen und zwei Lämpchen. Oh. Und die verkauft Zeug, aber leider nur Kleidung, die ich mir nicht leisten kann. Aber ich glaube, da waren gerade noch... Sagen, hier war doch noch was. Vielleicht kann ich das ja noch eben abbauen. Das gibt vielleicht noch genug, damit ich mir... Ja, super. Ich habe 55. Ich brauche die 59. Ich muss gleich mal irgendwelche Monster zum Tothauen finden. Und muss die mit dem richtigen Schwert umhauen. Weil das ist der Nachteil an dem Versuch, Leder zu sammeln. Ich kriege keinerlei Geld. Sieht aus, als würde sie da gerade verprügelt werden. Ich sollte da vielleicht gleich mal hin. Das Zeug, das sie hier verkaufen, ist aber nicht wirklich gut. Das ist alles nur Verteidigung 2. Okay. Oh, scheiße, ich habe sie angegriffen. Scheiße. Das wollte ich nicht. Aber ich kann mich in ihren Wagen legen zum Schlafen. Hihi. Na, dann kann ich ihr auch noch ihre Lampen zu Ende klauen. Und ihren Holzkarren. Und ihr Lagerfeuer. Und hoffen, dass sie nichts hat, wo sie jetzt hinrennen kann. Oder ich mich da jetzt irgendwo aus Versehen unbeliebt gemacht habe. Ich wollte die gar nicht schlagen. Ich wollte eigentlich sie verteidigen nur. Falls da jetzt irgendwie wirklich Monster sind. Schau mal. Was hast du in deiner zweiten Hand? Ich habe in der einen das normale Schwert und in der einen das Cutting Knife, das Hunting Knife. Warum? Gut. Weil ich jetzt auch eine Hand habe, die habe ich hier gefunden. Oh, cool. Hat aber auch nur 8 DPS. Das ist ja ein Standardschwert mehr. Nee. Meins hat 10. Stimmt. Aber es schlägt halt mit 0,3 zu, 0,9. Ich glaube 0,9 war langsamer. Sicher? Ja, probier das mal aus. Ich glaube, wir hatten letztes Mal festgestellt, dass die Schlaggeschwindigkeit hat. Also da steht ja auch Swings per Minute. Oder Swing Speed. Weil ich hab einen Damage von Damage per Swing von 20 und eine Schwunggeschwindigkeit von 1,92 und kriege damit ein DPS von 38. Also es wird, glaube ich, Schaden pro Schwung mit Schwunggeschwindigkeit mal genommen. Und das ist quasi die Schwünge pro Sekunde, die man schafft. Oh, hier ist noch mehr Eisen. Also wenn das so weitergeht, können wir dir gleich auch ein Messer machen oder vielleicht mal ein vernünftiges Schwert oder sowas. Oder wir suchen uns wirklich irgendwie so einen Wüstenmond, wo ja besonders viel Zeug sein soll. Na, jetzt habe ich hier mal eine Kiste gefunden und ist die leer. Oh. Ein arianisches Gebetsbuch. Willst du was haben? Nein, ich bin kein Avianer. Ich habe auch schon wieder vergessen, wie meine Rasse heißt. Ich kann mir, außer bei den Florians, kann ich mir das nie merken. Und Humans, wow. Das ist jetzt nicht ganz so schwer.
Und noch mehr Eisen. Hm. Aber was mir auch gerade einfällt, wir sind ja auf verschiedenen Planeten mit unseren Raumschiffen. Das heißt prinzipiell, wir können mit einem Schiff weiterfliegen und das andere halt einfach auf einem Planeten lassen, wo wir irgendwie ja, Holz farmen wollen. Das würde funktionieren, wenn ich auf dein Schiff teleportieren könnte. Es reicht ja, dass ich zwischendurch auf mein Schiff zurück kann, um zum Beispiel Holz abzubauen. Wenn uns, dann will ich aber ein Haus. Wir können ja auf den Mond fliegen und uns wir dann auch da ein Haus bauen oder sowas. Aber dass man halt quasi mein Schiff als Backup-Reserve mit in der Hinterhand behält, wenn irgendwie mal uns das Holz ausgeht, weil wir irgendwie gemerkt haben, wir sind mit deinem Schiff zu weit geflogen und finden jetzt kein Holz mehr auf dem, wo wir gerade sind oder so. Und dann wäre es halt, ist es halt praktisch, dass wir mein Schiff irgendwo in der Hinterhand haben. Bist du eigentlich schon wieder zurück? Jetzt bin ich auf meinem Schiff. Gut, dann komme ich gleich auch mal hoch. Ich habe nur gerade einen Höhenansatz, wo ich einmal gierig reingucken muss. Es ist so gewöhnungsbedürftig, dass unter Wasser dann auch die Musik leiser wird und alles. Überlegt sich jedes Mal so, was ist geht hier los? Hm. So, beam to ship. Schwupp. Hallo. Ich merke schon, du hast es dir bereits gemütlich gemacht. Ich packe mal mein Eisen mit hier rein. Das falsche Bett. Oh. Ich kann dir was anderes zum Schlafen anbieten. Oh Gott, was ist das denn? Das ist super. Wie ist das Bett für? Jetzt habe ich einen Aviana unterm Hintern weggemopst. Oh, das ist hübsch. Hm. So, ich bräuchte so ein paar Planken, die ich mir hier oben durchs Schiff ziehe. Ja, mach dir doch welche. Wie sind die denn? Plank. Oder, nee, die sind das. Plattform. Genau, Plattform, ja. Ah, ich kann sogar den Work-Bereich jetzt so mit benutzen. Was haben wir hier Neues? Also den Yarn-Spinner habe ich auch schon fertig, den kann ich dir gleich aufbauen. Es gibt eine Iron Lantern. Wo habe ich denn den Yarn-Spinner? Und wie ist das Ding zu groß? So. Und hier kann man dann nämlich ganz oben aus Leder Rüstung machen. Und wie... Oh. Einer braucht sogar 10, sehe ich gerade. Ich habe noch 3 Leder, das heißt, du kannst zumindest so einen Grundschuhsatz müsstest du dir machen können. Den Kackhammer vernichte ich mal genauso wie die ganzen Farbdinger, die brauche ich erstmal nicht. Ach, dieser avianische Müll hier, der ist viel zu groß, der passt da oben nicht hin. Oh. Und Kupfer bearbeiten. Also Kupfer habe ich jetzt richtig viel und ich habe 30 Eisen. Und irgendwie haue ich das Bett mal wieder weg, weil das zu groß ist, so. Weil da die Band am Boss hinbauen kann. So. Ich könnte mir jetzt prinzipiell sogar schon Waffen machen. Zum Beispiel ein Ape-Sticker. Oder ein Apex als Axt. Lil Ape-Sticker, das Einhandschwert. Ja. Und Defender Masks heißen die Standardsachen bei mir. Ich könnte mir eine Kupferrüstung schon mal machen. Du hast die Bücher da in die Ecke gepackt. Ich überleg gerade, der Ape-Sticker braucht 10 Eisen. Der Lil Ape-Sticker, was ist denn? Ja, der große ist langsamer. Interessant. Also sie haben jetzt echt angepasst, dass große Waffen langsamer sind. Thunder Punch. Ja, ich mache mir mal so einen Lil Ape-Sticker. Ja, der ist wirklich ziemlich langsam hier. Und ich kann auch schon an... Basic Shield ging ja auch schon, aber das will ich eigentlich... Hast du noch Eisen irgendwo? Das ist Silber. Und Eisen muss ich mal kurz machen. Hast du hier irgendwas dazu? Ja, also wenn du noch mehr hast, dann kann ich mein Eisen noch fürs Basic Shield einsetzen und mich dann an die Rüstung machen. Dafür habe ich, glaube ich, schon genug Kupfer insgesamt. Ja, nicht ganz, aber... Das Kupfer, was da rauskommt. Ah, sehr schön. Dann nehme ich das mal auch noch. Was brauche ich denn jetzt noch? Ein Eisen muss ich mitnehmen. Du kannst dann meine Lederrüstung schon mal haben. Die schmeiße ich dir da mal hin. Und ich brauche noch Beinlinge. Ich glaube, habe ich sie zufällig gerade wiederbekommen?
Wie siehst du denn aus? Ich habe wieder die lustige Rüstung an. Was bei dem Affen ja, selten dämlich aussieht. Was habe ich denn hier? Apex. Gibt's hier keine Autosortierfunktion? Nee, ich glaube nicht. Hört sich das so aus? Nee, die Lederrüstung habe ich hier nicht. Die müsstest du bekommen haben. Wie sieht denn die aus? Wie die Weste, die ich vorhin anhatte. Snow Infantry Vest. Genau. Und für eine Kupferspitzhacke fehlt mir dann wieder das Geld, weil das haben sie nicht billiger gemacht. Frechheit. Gut, jetzt habe ich 10 Verteidigung. Immerhin. Immerhin. So, ich habe hier noch ein Leder und ein bisschen Eisen. Müsstest du nicht noch mehr Leder haben, oder hast du das für etwas eingesetzt? Nö, das habe ich... Ich hatte dir extra noch mehr Leder gegeben, weil dann behalt das Leder ruhig mal noch, dann kannst du dir noch die Schuhe daraus machen. Oder die Beinteile, glaube ich, heißt das, ja? Wo mache ich das? An dem Yarnspinner dort hinten. Mut kann ich mir machen. Oh, dann sehe ich aus wie so ein kleiner Star Wars-Typ. Aus Teil 2. Also aus dem alten Teil 2. Zeig mal. Und was hältst du da in der Hand? Ist das das Hackenmesser, was du gefunden hast? Ja. Aber ich muss sagen, einen Nachteil hat dieses Schwert. Es schwingt nicht. Ich weiß nicht, ob mir das auf Dauer so gut gefällt. Das ist nur eine Hand hier, was ich habe. Ein Schild wäre toll. Ja, das, was ich hier habe, ist auch eine Hand. Wir haben doch noch Eisen, oder? Ja, habe ich dir zugeworfen. Ja, aber mir fehlt die Pixels dafür. Das heißt, das wirst du dir selber machen müssen. Oh, ist ja alles billiger geworden. Ja, alles bis auf die Spitzhacken. Ich finde diesen Hut so cool. Oder baue ich mir eine Waffe? Ich würde mir im Nachhinein gerne noch eine Waffe bauen, weil ich die hier doch nicht so gut finde. Ein DPS von 75 finde ich schon sehr stark. Ich habe hier einen von, 83. Und mein Zweihänder hätte sogar 89 gehabt. Ich ärgere mich jetzt, dass ich ihn mir nicht gemacht habe. Der Zweihänder ist aber kein Swing, das ist so ein Stückchen bei mir. Okay, also bei mir gibt's halt den Schwing-Zweihänder, glaube ich. Ich glaube, das ist ein Zweihänder. Er heißt auch Poker. Ja, es gibt den Ape-Sticker, aber es gab halt auch den Apex als Zweihand-Axt mit einem DPM von 109. Oh, DPS. Ich glaube, ich nehme den hier. Ich lass mal ein bisschen Kleinkram schon mal in deinen Kisten. Nehme ich die Zweihand-Axt oder nehme ich die Einhand-Slicer? Ich würde jetzt persönlich die Zweihand-Axt ehrlich gesagt gerade bevorzugen. Dann baue ich sie dir. Du kannst, wenn du willst, von mir aus gerne die Einhandwaffe dann haben. Dann gebe ich dir die mal samt Schild. Ah, Schild habe ich wieder eingesammelt. Nicht in die Richtung werfen, in die Richtung werfen. Ah, sehr schön. Chop-Thing. Es heißt wie ich, Choppy-Thing. Wie gut. Ich mag die Benennung deines Volkes, wie sie Dinge nennen. Ist zwar langsam, aber tut weh. Und wenn das mal nicht reicht, jing, 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 jing. Was ist das eigentlich? Oh, ich kann das Ding zweihändig führen. Wie gut, guck mal. Wie? Das geht. Guck mal, ich habe ein Schild gefunden. Oh, cool. Hätte ich dir den, ja, okay. Deine zu der Affenstab, der bei dir so doof aussieht. So, wollen wir dann noch auf den Planeten losfliegen? Ja, machen. Bright Lights. Dann befülle ich... geh hier runter. Ich komme nicht mehr über deine Bücher hoch. Deine Bücher sind im Weg. Ich komme da nicht mehr runter. Ach, das sind Blöcke quasi. Buchblöcke. Tja, ergibt Sinn. Fuel. Was habe ich denn? Wir haben erstmal ein bisschen Kohle, die ich da reinhauen kann. Und dann haben wir hier ganz viel Holz, das ich da reinhauen kann. Nee, kann ich hier auf einmal nicht mehr. Warum kann ich da kein Holz mehr so reinhauen? Kann ich da Holzplanken reinhauen? Nee. Na toll. Wir brauchen Kohle. Probier's aus. Hey, geht nur mit Kohle. Warum? Wie viel Kohle hast du? 4. Wow.
Das heißt, wir müssen jetzt erst nochmal runter ganz viel Kohle suchen. Genau. Das finde ich ehrlich gesagt eine sehr, sehr doofe Änderung. Das ist einfach zu einfach. Ja, aber da, ich finde ehrlich gesagt, dass das Fliegen wichtig ist. Moment, jetzt habe ich alles geändert. Au! Oh. Hab ihn! Wollen wir uns dann einfach mal wieder gewohnt nach unten graben? Wir hoffen, dass... Ja. Die Folge wird auch nicht mehr allzu lang gehen, das heißt, die Zuschauer brauchen es nicht stören. Wir werden dann gleich mal Kohle suchen. Wenn irgendjemand noch alternativ gute Vorschläge hat, wie man Wege findet, um runterzukommen, um schnell, ja, Fuel zu bekommen, könnt ihr uns das natürlich gerne in den Kommentaren wissen lassen. Ansonsten müssen wir jetzt erstmal Dinge suchen, die Geld geben. Und damit wir uns dann hinstellen und irgendwie die besseren Werkzeuge und alles. Für dich noch eine komplette Kupferrüstung, die ist ja auch nicht ganz preiswert. Mhm. Vor allem, ich habe mittlerweile eine Rüstung von 8 insgesamt dadurch. Die Lederrüstung ist fast besser. Meine Fackeln gehen langsam zur Neige. Ja, und ich habe natürlich auch gerade meine fast komplette Kohle rausgehauen. Das heißt, ich habe meine ganze Kohle rausgehauen und jetzt erst wieder ein bisschen gefunden. Also, dass man... Die Kohle braucht man ja eigentlich schon gut, um immer weiterzukommen. Also, das finde ich keine gute Lösung. Das gefällt mir nicht so. Wenn man irgendwie schnell irgendwas anderes finden könnte oder so, wenn man Holzkohle machen, Kohle. Könnten Holzkohle mal ausprobieren, ob sowas geht. Die Idee habe ich noch nie. In Terraria? Nein, aber in Minecraft. Mhm. Hol du mal die Kohle darunter, ich baue hier mal fix einen Ofen aus und probiere das. Das fände ich, oder wenn man irgendwas Treibstoffähnliches dann daraus wird, es reicht ja, dass es nur als Treibstoff funktioniert. Hallo, platzieren. Nee, gibt's nicht. Nein. Finde ich, wie gesagt, ein bisschen doof gelöst. Jetzt müssen wir alleine, um von einem Planeten zum nächsten zu reisen, 150 Kohle finden, plus das, was wir zwischendurch an Fackeln alles verbrauchen. Und das ist ja auch nicht ohne. Mhm, gerade bei Fackeln. Ja. Gut, ich habe jetzt noch 45, aber... Ich habe 4. Wow. Also wie jede zwei, also man hat im Endeffekt nur von jedem zweiten Stück Kohle, was man das andere halt einfach für Fackeln braucht. So sieht's aus. Aber da kommen Gegner, die würde ich ehrlich gesagt gerne tothauen, um das Geld deswegen und um meine neue Axt mal zu testen. Also man muss jetzt wirklich akribisch Kohle farmen. Das fand ich vorher ein bisschen so, okay, wir haben zwischendurch Kohle mitgenommen und hatten eigentlich immer genug davon. Und irgendwie droppen die Dinger auch nicht mehr so viel Geld. Oder ich hatte einfach nur unheimlich wenig. Ja, das war ja bei dem alten Spiel genauso. Ja. Dass du erst später sehr viel Gold gemacht hast. Stimmt, das haben wir immer erst unten. So, dann lass uns hier mal weiter runter. Oder hast du die Kohle? Ja. Warte. Ich stehe hier und fange sie auf. Ah. Oh ja. Ich hab's. Ich sehe wirklich wieder wie so ein kleiner Rebell von Hoth aus. Ja, und ich sehe immer noch aus wie so ein... Also hiermit sehe ich jetzt auf einmal aus wie so ein Henker, so dieser großen Henkersaxt, die ich dir gleich über den Kopf ziehen will. Mhm. Oh, Eisen. Und mehr Dinge, die ich hier oben abbauen kann. Also ich muss sagen, die Outfit-Sachen und so finde ich schon cool. Das hat was. Terraria hat man meist erst sehr spät richtig geil aussehende Sachen gefunden. Mit der sei vorsichtig. Es kann sein, dass dir gleich das ganze Wasser entgegenkommt. Nein, ich hatte Glück. Okay. Willst du die Kohle, dann hole ich noch das Eisen da unten. Ah, Kupfer brauchen wir eigentlich auch noch. Wir müssen auch alles noch mitnehmen. Naja, für den Part machen wir jetzt erstmal wieder Schluss. Haben schon wieder gut was zusammen. Wir werden einfach mal weiterfahren. Ich weiß, nicht jeder findet das super schön, dass wir zwischendurch das Farmen alleine machen. Aber ich denke mal, wir werden jetzt noch ein gutes Stück brauchen, wenn wir das alles aufnehmen. Es kommt nur jeden zweiten Tag eine Folge. Sobald wir was finden, machen wir die Kamera wieder an. Genau. Also, bis dann, Leute. Macht's gut.